Hallo, ich hoffe, ihr versteht mich. Ich bin heute in relativ lautem Gebiet unterwegs, aber das hat auch seine Gründe. Und zwar möchte ich euch heute mal das Habitat vom Fetthennenbläuling, Scoliantites Orion, zeigen. Der Fetthennenbläuling ist in mehrerer Hinsicht eine sehr interessante Art. Und zwar einerseits ist er in Deutschland vom Aussterben bedroht, das heißt, es gibt ihn nur noch in sehr wenigen Gebieten. Und ja, das liegt einerseits daran, dass er so eine spezifische Habitatbindung hat. Wie ihr sehen könnt, ich stehe jetzt hier gerade vor einer relativ steilen Felswand. Wirklich purer Fels, nur ganz leicht überwachsen. Und neben mir, und das ist der Grund, warum es so laut ist ein Bach bzw. Flusslauf. Und das zeichnet die Habitate vom Fetthennenbläuling aus. Und zwar braucht er eben diese Steig- oder steilen Felshänge besonnt, also warm, trockenwarm, allerdings gleichzeitig auch in Kombination mit Wasserläufen. Und das gibt es ja nur noch relativ wenig, beziehungsweise gehen die Habitate auch zurück, weil sie überbaut werden, beispielsweise, wenn man an Weinhänge denkt und dann relativ intensiv bewirtschaftet werden, gespritzt werden und so weiter. Von daher gibt es ja durchaus eine Gefährdung von der Art. Und ja, hier kommt es jetzt eben, wie gesagt, noch vor. Ich sehe jetzt gerade leider kein Tier, es ist schon relativ spät am Tag. Ich glaube, die sitzen schon in den Felswänden. Ich habe vorhin weiter oben mal noch einen fliegen sehen, aber jetzt hier unten leider nicht mehr so. Und ja, das ist der eine Grund, warum die Art so besonders ist. Ein anderer Grund, was die Art auszeichnet, ist die Raupe. Und zwar frisst sie, wie der Name schon sagt, an Fetthenne und Sedum diese Pflanzen wachsen eben in diesen Felswänden. Und ich schaue gerade mal, ob ich ein schönes Exemplar finde. Hier beispielsweise. Und zwar sehen wir hier direkt am trockenen Felsen teilweise wachsen diese Fetthennen. Und der Falter legt sein kleines Ei auf die Blattoberseite. Die Raupen fressen dann an diesen Pflanzen. Und das Besondere ist eigentlich, dass wie bei ja einigen Bläulingen die Raupen eine Symbiose mit den Ameisen eingehen. Das heißt, auf dem Rücken sondern sie so einen kleinen ja, zuckerhaltigen Tropfen ab, der die Ameisen anlockt. Die Ameisen wiederum fressen diesen Tropfen bzw. nehmen diesen an. Das ist quasi ein Freundschaftsgeschenk, könnte man so sagen, an die Ameisen. Und im Gegenzug beschützen diese die Raupe vor Feinden. Das heißt, wenn ein Fressfeind kommt, verteidigen die Ameisen die Raupe und gleichzeitig belohnt die Raupe die Ameisen durch eben diesen Zuckertropfen. Und das ist wirklich eine sehr besondere Symbiose, die bei einigen Bläulingen dann doch immer wieder mal zutage tritt. Und eben, wie gesagt, auch bei diesem Fetthennenbläuling jetzt hier. Genau, also es ist wirklich auch eine wunderschöne Art. Ich zeige sie euch nochmal im Bild. Vorhin habe ich relativ viele Tiere eben, wie gesagt, gesehen. Nur jetzt kann ich leider gerade keins mehr entdecken. Ich denke, die sitzen einfach schon in der Felswand und sind eher ruhig jetzt. Ja, aber wie gesagt, eine sehr schöne Art wirklich. Vom Aussterben bedroht in Deutschland, also auch wirklich was ganz, ganz Seltenes. Und das Habitat ist auch einfach was Besonderes. Also ich glaube, es kommt schon so ein bisschen rüber, warum die Art auch besonders ist. Und ja, also ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen Eindruck vom Habitat vermitteln konnte. Wie gesagt, ein Bild dazu habe ich. Kann ich jetzt gerade zumindest leider nicht zeigen, aber hänge ich dann auf jeden Fall in das Video an. Und ja, so viel dazu heute vom Fetthennenbläuling.